So, Freunde des gepflegten Karnevals. Also ich wäre dann schon mal da. Ja, selbstverständlich bin ich in Pfalzhöchheim. Fasching ohne Faschingskrapfen. Das ist ja wie Golf ohne Löcher. Na, ohne mich läuft gar nichts. Ich kann doch unseren Oberbürgermeister nicht allein lassen. Weh, der ist heuer gar nicht da. Geschmarri, der ist immer dabei. Was? Gar keine Zuschauer das mal? Das ist doch unser Jungwurst. Also wenn sie einer da reinschmuggeln kann, dann unsere. Ja, da bin ich mir freilich sicher, weil der hat's da drauf. Was ist denn andauernd? Ja, Waldraut und Mariechen. Ja, spinnst du jetzt? Freilich sind die dabei. Wenn die nicht mitmachen, kannst du gleich alles absagen. Das Mariechen kommt immer zu uns in die Backstumm. Wenn die Krapfen gemacht werden. Ja, hast du das noch nicht gesehen? Der schüttelt doch immer so arg. Das ist halt das Alte. Aber da kann sich der immer ein wenig was bei uns dazu verdienen. Weil die rührt nämlich immer unser Hilfenmark. Musst du da bloß ein Kochlöffel in die Hände kriegen? Das Rühren geht dann von ganz allein. Was? Na, die Waldraut arbeitet nicht bei uns. Der ist doch ganzjährig auf Kur in Bad Kissingen. So, jetzt muss er mich aber vorbereiten. Weil ich halt ja das Jahr Büttenreden. Ja, ja, freilich, in Reimform. Seit November da, ich hab bloß zu dichten. In Anfang können ich schon verraten. Soll ich? Also gut. Aha! Aha! Ich such nicht hellau, weil ich komm ja aus Fett. Also, jetzt geht's los. Ich bin der letzte Faschingskrapfen und will jetzt Feuerquaf verzapfen. Bei manchen sitzt der leere Kopf am Hals. Das sieht man ja bei der Feuerwehr aus der Oberpfalz. Und so weiter und so weiter. Schaut's euch an, wenn's im Fernsehen das übertragen. Hello! Aha, hab ich natürlich gemeint.